Ja, jetzt will ich euch kurz zeigen, wie man sowas Symmetrisches erstellt. Also das Einfachste ist eigentlich, dass man einfach nur dieses Papier faltet und dann an der Schnittkante oder an der Faltkante, die wir haben, anfängt zu schneiden. Ja, hier kann ich kunterbunt schneiden, so. Und ich muss am Schluss wieder bei der Faltkante rauskommen. Und wenn ich das Ganze jetzt öffne, dann habe ich eine symmetrische Figur. So geht es eigentlich am einfachsten. Ja, und das ist jetzt dabei rausgekommen, also eine symmetrische Figur erzeugt. Durch verschiedene Methoden kann man zu einer Urfigur eine Bildfigur erzeugen. Diese Abbildung bezeichnet man als Achsenspiegelung. Also jetzt müssen wir wieder zurückkommen, wir haben hier quasi schon eine Achsenspiegelung durchgeführt. Das heißt, wir haben eine Figur auf die andere übertragen, in dem Fall einfach, indem wir quasi geschnitten haben, damit dann zwei gleiche entstanden sind. Wichtig ist dieser Text trotzdem für das mathematische Verständnis, wenn wir dann später das mathematisch und geometrisch machen. Also wir haben eine Urfigur und eine Bildfigur. Urfigur ist quasi am Anfang da gewesen, es war unsere Idee, die wir im Kopf hatten zu schneiden. Und durch das Schneiden ist eine Bildfigur, eine zweite entstanden. Und diese Abbildung bezeichnet man als Achsenspiegelung. Warum Achse? Weil die Faltgerade nämlich Spiegelachse heißt. In dem Fall Spiegelachse S. Also die müsst ihr jetzt natürlich dann nachher dann auch einzeichnen. Was ich jetzt noch gemacht habe, ist hier einen Punkt genommen. Gehen wir nochmal kurz zurück. Ich habe einfach so eine Ecke, die sehr markant ist, markiert. Und dann habe ich geschaut, wo ist das Ganze auf der anderen Seite und habe genau das gleiche markiert. Ich bitte euch das auch. Hier zum Beispiel ist ein Punkt, den man markieren könnt und da muss man genau hingucken. Da ist wiederum der Punkt, der auf der anderen Seite ist. Also findet bitte einen sogenannten Urpunkt und einen Bildpunkt. Es ist nämlich nicht nur eine Urfigur, sondern quasi jeder Urpunkt hat einen eigenen Bildpunkt. So, und ich habe diesen Urpunkt und diesen Bildpunkt in meinem Beispiel jetzt verbunden und da muss man nämlich was machen. Was ihr jetzt macht, ist quasi eure Urfigur mit Bildfigur, also das, was ihr ausgeschnitten habt, das könnt ihr daheim machen, hier in euer Heft einkleben, das Ganze abschreiben, das Ganze beschriften, die Spiegelachse einzeichnen und dann sucht ihr euch einen Urpunkt und einen Bildpunkt und verbindet die miteinander. Was ihr danach macht, ist, ihr testet, was für eine besondere Eigenschaft diese Strecke hat, also bezüglich der Lage, und dann messt bitte auch mal die Strecke. Da muss irgendwas Besonderes bei rauskommen. Bitte jetzt auf Pause drücken, abschreiben, das Messverfahren hier machen und dann wieder Pause weiter drücken. Jetzt Pause drücken! Und es geht weiter. Die Abbildungsvorschrift. Die Verbindungsstrecke zwischen einem Urpunkt und seinem Bildpunkt steht senkrecht zur Spiegelachse und wird von ihr halbiert. Das hättet ihr jetzt gerade rauskriegen sollen. Also, diese Strecke, wenn ich Urpunkt und Bildpunkt miteinander verbinde, die steht immer senkrecht. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Punkt da drüben genommen hätte, dann wären die auch senkrecht gestanden. Und gleichzeitig wären sie halbiert. Denn wenn ich hier diese Strecke messe, dann ist die genauso lang wie diese Strecke. Habt ihr das jetzt nicht herausfinden, könnt ihr einfach nochmal mit dem Geodreieck drüberlegen. Wenn ihr sauber gezeichnet habt, also sauber die beiden Punkte verbunden habt, dann müsste das genau so sein, wie es hier steht. Man schreibt, der Punkt A wird abgebildet auf A', also den Urpunkt nennt man zum Beispiel A oder B oder C, einfach das erste im Alphabet habe ich jetzt genommen, und der wird abgebildet auf A', also der Punkt würde hier A' heißen und abgebildet wird an der Spiegelachse S. Und wenn man das jetzt liest, dann heißt es, Punkt A wird an der geraden S auf den Punkt A' abgebildet. Das müsst ihr jetzt erstmal nur wissen. Wir könnten hier noch einen Punkt B und hier einen Punkt B' einzeichnen und so weiter. Fürs Erste reicht es zu wissen, es gibt Urfigur, Urpunkt, Bildfigur, Bildpunkt und eine Spiegelachse und so schreibt man das hin. In dem nächsten Video werdet ihr erfahren, wie man das Ganze dann selber macht, nämlich geometrisch, mathematisch.